Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Close Combat The Bloody First. Wir müssen heute irgendwie eine Skimi einnehmen. Das sollte auch, glaube ich, ach, wir können hier nicht auf die Karte gucken, nicht so schwierig werden. Wir haben noch ein ganz kleines bisschen Zeit, um das zu erledigen. 12 Stunden, um genau zu sein. Es ist jetzt 6 Uhr, wenn ich informiert bin, ganz genau. Das heißt, wir können uns hier 6 Stunden ans Bein binden, den Angriff in Ruhe vorbereiten, damit alle nochmal Munition mitnehmen können und so weiter und so fort. Und ja, dann schauen wir mal, wie unsere Ausgangslage heute ist. Wenn wir hier auf eine Skimi vorrücken, ja, wir haben hier unten diesen einen Punkt, den wir hoffentlich nehmen können. Ja, müssen wir mal schauen. Und hier oben, an das Ding da, da werden wir nicht hochstürmen können. Das wird nicht funktionieren. Da werden wir wahrscheinlich hier oben bombardieren müssen, die gegnerische Stellung mit allem, was wir haben. Und dann irgendwie hoffen, dass das hinhaut. Wir schauen mal, was uns noch zur Verfügung steht an Truppen. Das ist nämlich leider nicht mehr so richtig viel. Wir haben hier Scharfschützen, die wir machen wir aber noch nicht, die wir dann abkoppeln können irgendwie. Wir haben hier noch eine Vierer Schützenmannschaft, die wir ins Feld führen können. Wir nehmen natürlich wieder den Panzer mit. Klare Sache das. Oh, wir haben hier sogar noch eine Fünfer Schützenmannschaft. Das ist ja schön. Die sind kampferprobt, schwache Moral. Kampferprobt, schwache Moral. Gut ausgebildet, schwache Moral. Wo habe ich denn gerade die Fünfermannschaft gesehen? Hier die Zugführung? Oh Gott, ich glaube, ich bin schon ein bisschen blind oder so. Hier haben wir noch ein Maschinengewehr. Durchschnittliche Moral. Ja, ich würde sagen, ihr kommt mit. Oder nehmen wir lieber eine Schützenmannschaft mit. Maschinengewehr wäre vielleicht schon ganz gut, oder? Eins habe ich schon verloren irgendwie durch einen kleinen Unachtsamkeitsfehler beim letzten Mal. Das war ein bisschen blöd. Kann ich das vernünftig aufstellen, ist jetzt die Frage. Wenn ich ein, zwei mehr statt Kerneinheiten Unterstützungseinheiten mitnehmen könnte, wäre es schon ganz gut. Kann ich aber nicht. Das Maschinengewehr heben wir uns mal für gut auf. Das schwere Maschinengewehr lasse ich vielleicht sogar auch hier. Wir nehmen stattdessen mal hier diese BAR-Mannschaft und die Schützenmannschaft mit. Bei dem schweren Maschinengewehr ist halt das Problem, das kann man gar nicht allzu häufig einsetzen, weil dem dann die Munition ausgeht irgendwann blöderweise. Wir haben hier eine volle BAR-Mannschaft, Elite, ausgezeichnete Moral. Ihr seid meine persönlichen Helden für den Moment. Ach, wir können hier vielleicht, vielleicht nehme ich das MG doch mit. Die Kompaniereserve sind schon Veteranen, aber haben sehr schwache Moral. Ja, ich will nicht noch mehr MGs gefährden. Das würde keinen Sinn ergeben, glaube ich. Also auch von der Kompanieführung her, wir haben hier eine, warte mal, wir haben hier ein Dreier-Team, habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, okay, also die müssen auf jeden Fall raus. Die können wir nicht mitnehmen. Die sind echt nur zu dritt. Dann nehmen wir das schwere Maschinengewehr mit. Das können wir nämlich wenigstens irgendwo ganz weit weg parken. Die kleinen 30-Kaliber Maschinengewehre haben ungefähr eine Reichweite von 200 Metern. Das schwere Maschinengewehr hat kein Problem damit, auf 400 zu feuern. So, dann nehmen wir ein paar Scharfschützen mit. Die liefern nämlich echt ganz gutes Unterdrückungsfeuer, habe ich festgestellt. Panzer nehmen wir natürlich mit. Warum sollte ich keinen Panzer mitnehmen wollen? Der ist ein MG, zwei MGs sogar. Und eine große Haubitzenkanone in einem. Das ist absoluter Win. So, dann schauen wir mal.
wie unsere Aufstellungszone aussieht und wie wir das Ganze hier taktisch angehen können. Also, schweres Maschinengewehr, ne? Könnten wir zum Beispiel hier parken. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Hier ist der ausgeschaltete Panzer 3, glaube ich, vom letzten Mal. Hier vorne die Fattoria Collina erstmal zu verteidigen. Das wird ein bisschen anstrengend. Ich würde die Linie lieber ein bisschen weiter hier hinten ziehen. Und dann vielleicht mit dem Panzer einfach hier vorrücken. Andererseits, hier in dieses Gebäude einzurücken, hätte natürlich auch was. Dann hätten wir allerdings hier als Schutz nur die Bäume. Das ist ein bisschen dürftig. Das ist ein bisschen sehr dürftig. Ich brauche mal kurz eine Einheit. Hier zum Beispiel. Und zu gucken von hier nach da. Das sind keine 100 Meter. Also da, das könnte ganz gut funktionieren. Blöd ist natürlich, wir haben für unser Maschinengewehr eigentlich keine vernünftige Stellung, die weit genug hinten ist, um da wirklich cool zu sein. Hm. Aber wenn wir hier eine BRR-Mannschaft platzieren, um den Panzer so ein bisschen die Flanke freizuhalten, und hier drüben halt auch. Seht ihr von hier irgendwas? Ne, da sind Bäume im Weg, ne? Ja, also ich schätze mal, hier und da werden wir aufstellen. Ist dann ein bisschen dicht gedrängt. Vielleicht werde ich ein paar Leute irgendwie hier in diesen Bäumen irgendwo noch platzieren. Mal gucken, ich weiß noch nicht. Für die Scharfschützen brauchen wir irgendwie auch noch ein bisschen Raum. Ich mache mal eine Aufstellung und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussehen wird. So, ich habe mal ein bisschen was vorbereitet. Wir haben hier vorne unseren Panzer geparkt, an dieses Haus angelehnt. Der soll hier diesen linken Aufgang ein bisschen ins Feuer nehmen auf jeden Fall. Dann haben wir hier eine BRR-Mannschaft und eine Schützenmannschaft. Die sollen die Schützenmannschaft hier rechts verteidigen, ne? Die BRR-Mannschaft hier mit in der Mitte. Das hier ist unsere Super-Elite-Mannschaft. Hier haben wir einen Scharfschützen zur Verstärkung. Hier haben wir ein schweres Maschinengewehr. Zweimal Schützenmannschaften, die hier diesen mittleren Bereich ein bisschen mit kontrollieren sollen. Hier an diese kleine, schon halb kaputte Mauer führen wir zwei BRR-Mannschaften und die Kompaniereserve ran. Links davon haben wir noch einen Scharfschützen. Na, der soll hier oben schön mit diese Kante erledigen. Und da haben wir hier rechts noch einen Scharfschützen. Die sollen das auch noch machen. Alles, was sich da oben zeigt, irgendwie ein bisschen unterdrücken. Sperrfeuer. Kompanieführung hier. Und ganz hier hinten haben wir die Mörser. Wo ist Nummer 3? Da ist Nummer 3. Und dabei fällt mir auf, ich muss die noch auf Schnellwahltasten legen, hier die schweren Waffen. Das Coole an dem Spiel ist halt, man muss nicht viel mikromanagen, ne, sondern man kann sich da wirklich irgendwie auf größere Bewegungen konzentrieren, also auf die Truppenbewegung und dann... Oh, da haben wir schon ein Fahrzeug. Und da hinten auch. Hier so, Mörser. Ja, fahren wir mal hier oben drauf. Nummer 4 folgt hier mal gleich auf die Zugführung. Dann wissen die auch Bescheid. Okay, das Ding ist ausgeschaltet. Dann nehmen wir die massiv unter Feuer, die Jungs. Dann kann Nummer 4, ja. No, Nummer 4 ist mein schweres Maschinengewehr. Für alle, die sich jetzt fragen, was ich hier für Unsinn laber. Sehr gut. Wir haben hier noch eine Zugführung. Okay.
Okay, wir haben scheinbar zu viele davon. Dann werden wir den mal ein, zwei abnehmen. Oh, hier kommt der, die Gegenartillerie. Okay, denen geht's gut soweit. Geht's nicht so gut, habe ich gehört. Den Jungs hier auch nicht. Oh, oh, oh. Den geht's gut, den geht's gut. Die haben gute Deckung. Aber ein schweren Maschinengewehr hat es einen erwischt. Das ist ärgerlich. Okay, das war die gegnerische Artillerie. Wir müssen ja gleich mal ein bisschen vorrücken, denke ich. Kette beschädigt, ja, aber können wir das Ding auch kaputt machen? So, hier hatten wir irgendwas gesichtet. Du darfst mal hier einen Schritt vor. Scharfschütze tatsächlich. Okay, die vertreiben wir von da drüben. Ah, die sind ausgeschaltet. Wir stellen den Beschuss so ein bisschen ein. Unser Panzer rückt vor. Von hier oben wird irgendwo geschossen. Kann ich nicht genau erkennen, wo. Wir nehmen mal den Punkt und ziehen uns dann gleich wieder zurück. Können wir doch eigentlich mal so ein bisschen Artillerie hinfeuern, ne? Dann erwischen wir die hier vielleicht. Na, komm mal zurück, komm mal zurück. Jo, das war unser Mörser. So, und von da aus sollten wir den Punkt eigentlich ganz gut verteidigen können. Wenn die hier irgendwie mit irgendeinem Antipanzertrupp ankommen wollen. Sind wir, glaube ich, sehen wir die relativ frühzeitig. Ja, die gehen hier ins Haus zurück. Ja, da kann das schwere MG ruhig mit drauf feuern. Solange es halt noch lebt. Das war ziemlich akkurat hier. Ich will da gar nicht hoch, ne? Weil in dem Moment, wo ich hier hinten aus meiner Deckung rauskomme, werden wir so zerschossen werden.
Von wo aus können wir die denn sehen? Solange die da hinten bleiben, scheinbar gar nicht. Aber was läuft denn da? Was ist eigentlich mit unserer Artillerie? Wollte ich gerade sagen. Da kommt sie. Ach, die haben noch 2 Schuss. Ihr habt noch 11 Schuss. Dann fahrt mal hier mit drauf, bitte. Und dann müssen wir wahrscheinlich doch den Panzer so ein bisschen vorrücken lassen, ne? So ärgerlich das jetzt auch ist. Irgendwelche rum. Na, ja, hat sich schon verpisst. Ich rück mal hier unauffällig vor. Ich weiß gar nicht, wie die deutschen Schützenmannschaften gegen Panzer ausgerüstet sind. Langsam. Das war noch ein verspäteter Mörser. Noch Führungsmannschaften hier. Ein bisschen macht es den Eindruck. Oh, wer bist du denn? Das war Halbkettenfahrzeugbesatzung. Der dürfte das eigentlich nicht überleben hier. Ah, Schlacht beendet. Alles klar. Ja, unser schweres MG hat es erwischt. Super ärgerlich. Auf das müssen wir dann verzichten, befürchte ich. Wir schauen mal. Captain, die Schlacht ist zu Ende, da die feindliche Moral gebrochen ist und der Gegner gezwungen war, sich zurückzuziehen. Sie haben alle Zielpositionen in diesem Gebiet gesichert und die Operation ist zu Ende. Beide Seiten erlitten nur geringe Verluste. Ja, einer von den 2 Verwundeten am schweren MG. Ach, wie ärgerlich. Ne, das war der ganze Artilleriebeschuss, der da den Schaden angerichtet hat. Super ärgerlich. Sie konnten höhere Gebietsgewinne erzielen als erwartet. Die Operation ist beendet, da sie alle Zielpositionen eingenommen haben. Schlacht beendet um 12 Uhr. Was soll ich dazu sagen? Ich hoffe, dass der zur nächsten Operation wieder aufgefüllt wird. Wenn die, wenn der Trupp halt hier noch auftaucht, sind die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht. Von der Kompaniereserve ist einer gestorben.
Und das war nicht mal einer von denen, die weggerannt sind. Ach, wie uncool. So, wie sieht's denn aus? Panzer hat er gut gemacht. Panzer hat sehr gut gemacht. Schützenmannschaft gab es einen Verwundeten. Ja, und das war's. Also das ging echt sehr glimpflich ab. Und der Panzer hatte eigentlich tatsächlich die Hauptarbeit gemacht vorne. Und hatte sehr gute Feuerunterstützung, aber von hinten, denke ich. Also, Operation beendet. Wie viel haben wir denn in der Operation eingebüßt? 91 Soldaten, 20 davon tot. Puh. Wie unschön. Nach Nikosia geht's beim nächsten Mal. Das schauen wir uns dann an. Werde ich dann auch vorlesen, denke ich. Heute nicht mehr. Aber Nikosia. Angriff, 9 Uhr. Tagsüber. Schauen wir uns da mal an. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.